Martin König. Ich drehe heute mein Kurzfilmregiedebüt Nicht ganz da. In dem Film geht es um eine junge Dame, die Franke heißt und die unter einer Schamstörung leidet. Das heißt, sie fühlt sich ständig von anderen Leuten beobachtet. Und weil das bei Tieren nicht so ist, ist ihr großes Ziel, Tierärztin zu werden. Nur stellt sie am Tag ihrer letzten Klausur fest, dass diese Prüfung eine mündliche Prüfung ist. Also muss sie mitten in die Aufmerksamkeit und gerade dort, wo sie es kaum erträgt, weil sie sich halt beobachtet und bewertet fühlt. Also ich spiele in diesem schönen kleinen Film die Rolle der Franka. Franka Schonau, die Hauptrolle des Films. Heute versuche ich, todesmutig mich meiner Angst zu stellen und Brötchen zu kaufen. Also ich glaube, die Rolle ist von Anfang bis Ende des Films tatsächlich sehr schwierig, weil da so eine ganz, ganz tiefe existenzielle Angst in der Rolle verankert ist. Also dieses so ein Schamgefühl. Zwei Dinkelbrötchen mit. Boah, es tut mir leid, Dinkelbrötchen sind gerade aus. Und jetzt in der Bäckerei ist es so, ja, so eine Art Therapie, Angstbewältigung und trotzdem noch große Herausforderungen. 1,80. Ja. Das Faszinierende bei diesem Thema ist, dass im Laufe so einen Kurzfilm zusammenzukriegen, musste ich mit sehr vielen Leuten sprechen, mit sehr vielen Leuten, sehr viele Leute überzeugen, bei dem Projekt mitzumachen. Bei sehr vielen Leuten habe ich vorgesprochen, um Unterstützung zu kriegen, finanzielle oder andere Art. Und im Prinzip ist es bei fast jedem Gespräch gewesen, dass mir irgendjemand gesagt hat, ich kenne auch so jemanden oder meine Freundin hat auch diese Herausforderung. Wenn der Film floppt, dann wäre das für mich persönlich, meine eigenen Ambitionen, ein herber Rückschlag. Bei Kurzfilmen ist es so, die spielen sowieso in der Regel kein Geld ein. Das finanzielle Risiko ist eher, wenn wir krass über das Budget liegen, aber dafür habe ich mir eine hervorragende Produktionsleiterin geholt, die das alles im Griff hat. Mein Name ist Alexa Hoffmann, ich bin die Produktionsleiterin. Auch die Set-Aufnahmeleiterin, weil wir ein bisschen unterbesetzt sind. Deswegen habe ich mehrere Funktionen in diesem Team inne. Also ich habe den Dreh im Vorfeld organisiert, also die organisatorische Leitung übernommen und habe auch hier im Set die organisatorische Leitung. Wir haben heute da unseren Regisseur mit seinen zwei Assistenten. Wir haben einen Kameramann mit seinem Assistenten hier. Wir haben drei Beleuchter zurzeit da, also einen Tonmeister. Eine Szenografin, sie hat auch zwei Helfer. Dann haben wir unsere Kostümdesignerin, wir haben unseren Maskenmann da, wir haben im Aufnahmeleitungsdepartment zwei Leute. Ja, und momentan rotieren wir ein bisschen und helfen uns in den unterschiedlichen Positionen aus. Und das ist das Schöne beim Film, jeder kommt und jedes Gewerk hat seine eigene Perspektive und gibt noch etwas dazu. Und am Ende kommt etwas raus, was sehr viel toller und großartiger ist als alles, was ich mir alleine mit dem weißen Papier überlegen konnte. Und der andere Aspekt ist, es macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Danke auch.